Und weiter geht's. So, ja. Zwischenkämpfe. So, okay, diese Zwischenkämpfe gehen mir echt auf den Keks. Ich bin keine 5 Schritte gelaufen, schon kämpfe ich. Das ist nicht cool. Voll knapp. Okay, ich glaube, wir nähern uns endlich dem Ende. Das ist das Ende für euch alle. Ui, das ist nicht nett, Sephiroth. Das war dein Fanclub. Du böse, böse Sephiroth. Das ist das Ende. Du hast recht, mein Körper hat seine Aufgabe beendet. Er ist verschwunden. Er kann immer noch in der Nähe sein. Wo bist du, Sephiroth? Du Schuft. Unser Ziel ist es, die schwarze Materie zu unserem Meister zu bringen. Er ist entkommen. Was passiert als nächstes? Da hinten habe ich einen Speicherpunkt gesehen. Der Genovas Zellen trägt. Meister? Natürlich, Sephiroth. Autsch. Tja, du hast uns noch nicht besiegt, du Pfeife. Ja. Ein weiterer Kampf gegen eine Genova-Zelle. Oder ihre Überreste. So, hast. Ich hätte vielleicht zuerst Regina zaubern sollen. Alles macht nichts, das kläre ich auch so. Schwertwirbel. Da bin ich immer gespannt. Schwertwirbel. Wow, das haut ja voll rein. Und das war's, glaube ich. Ja, das war's. Oh Mann, ein bisschen langweilig sogar gewesen. Tja, das hat man davon. So. Genovas Zellen. So ist es also. Die Wiedervereinigung. Nicht Sephiroth? Du meinst es aber gar nicht Sephiroth, den wir auf dem Fersen waren? Ich erkläre es später. Im Moment habe ich nur eins im Kopf, Sephiroth zu besiegen. Aber Sephiroth ist. Er ist hier, der echte Sephiroth, direkt da. Er ist boshaft und grausam, aber er setzt eine starke Wille im Inneren der Wunde des Planeten frei. Schlüsselobjekt, schwarze Materie. Die schwarze Materie ist wieder unser. Jetzt müssen wir nur noch Sephiroth besiegen. Wir sollten die schwarze Materie nicht länger behalten. Warum geben wir sie jemanden zum Aufbewahren? Ich gebe sie Nanaki. Ich soll die schwarze Materie an mich nehmen? Okay, ich verstehe.
Gib sie niemandem, ich verlasse mich auf drauf. Sei vorsichtig, Cloud. So, auf geht's. Und jetzt? Los, suchen wir Sephiroth. Wir gehen zuerst, ihr bleibt hier und haltet Wache. Oh, noch eine Materie. MP Turbo. Drin und jetzt speichern wir schnell. Bin mal gespannt, was als nächstes passiert. Wir haben noch 7 Minuten Aufnahmezeit. Ich hoffe, der Rest dauert nicht so lange. Ui, diesmal mit Blitz. Ui, ouch. Also jetzt bitte. So was Nerviges, ey. Diese Spielchen gehen mir echt öfters mal auf den Keks. Was ist das? Was ist passiert? Ganz ruhig, Tifa. Sephiroth ist in der Nähe. Es könnte alles Mögliche passieren. Nibelheim. Warum Nibelheim? Bist du high von der Mako oder was? Das ist eine Illusion von Sephiroth. Er versucht uns zu verwirren. Ist schon in Ordnung. Solange wir nur wissen, dass es eine Illusion ist, müssen wir uns vor nichts fürchten. Komm schon, lass uns weitergehen. Ja, du hast recht. Schau. Eine Erinnerung also. Also gut, lass uns gehen. Das ist nicht Cloud. Zum Teufel. Halt, Sephiroth. Das ist so dumm. Nur eine Erinnerung, oder wie? Cloud, das ist nur eine Illusion. Mach dir keine Sorgen. Und jetzt? Hör schon auf. Das ist schlimm, genau wie Corell. Das war vor 5 Jahren passiert. Was? Wahrscheinlich bin ich das nicht, ich aus der Shinra Villa kommt. Er wird versuchen, uns wieder zu täuschen. Siehst du, habe ich's nicht gesagt? Ah, du bist es. Bist du noch bei Verstand? Dann komm und hilf mir. Ich will das nicht sehen, Cloud. Sieh nicht hin. Ich sehe in diesem Haus nach. Du nimmst das da. Was ist los, Tiefer? Ich habe dich gewarnt. Solange uns klar ist, dass es Enttäuschung ist, brauchst du dich nicht zu fürchten. Alles okay? Mist, eine Illusion. Sephiroth, ich weiß, dass du zuhörst. Ich weiß, was du sagen willst. Ich war vor 5 Jahren nicht in Nibelheim. Das willst du doch sagen. Ah, du rastest. Du willst mich also verwirren, ja? Aber das zieht nicht, auch wenn du mir das alles vorgegaukelt hast. Ich weiß noch alles, die Hitze der Flammen, die Schmerzen in meinem Körper und meinem Herzen. Ach wirklich, du bist nur eine Marionette. Du hast kein Herz, du kannst keinen Schmerz fühlen. Wie kann das Gedächtnis eines solchen Wesens auch nur Bedeutung haben? Was ich dir gezeigt habe, ist die Realität. Du hast die Illusionen. Begreifst du? Ich will nicht. Aber ich will dich was fragen. Warum tust du das?
Ich möchte, dass du wieder du selbst bist. So wie damals, als du mir die schwarze Materie gabst. Wer hätte gedacht, dass ein gescheitertes Experiment so nützlich sein würde? Wenn Hodge das wüsste, würde er sich mächtig ärgern. Hodge, was hat er mit dem zu tun? Vor 5 Jahren hatte ich Hodge Stück für Stück zusammengebastelt. Zu der Zeit, als Nibelheim abbrannte. Eine Marionette aus Genova-Zellen voller Lebenskraft, Wissen und Makroenergie. Ein unvollständiger Sephiroth-Klon. Du hast nicht mal eine Nummer. Das ist die Realität. Komisch. Claude? Claude, hör ihm nicht zu. Hör und guck nicht hin. Was ist los, Tifa? Du machst mir... Was? Ich habe ihm nicht zugehört. Alles Gerede von Neutsche, dass er dich geschaffen hat, ist eine Lüge. Haben wir nicht gemeinsame Erinnerungen? Unsere Zeit als Kinder, die Sternennacht. Hehehe, Tifa. Warum erschrecken dich diese Worte so sehr? Soll ich allein allen zeigen, was in dir vorgeht? Du siehst nicht gut aus. Tifa, hat Sephiroth recht? Cloud? Warum hast du Angst? Keine Sorge, mir geht's gut. Egal wie verwirrt ich bin, niemals glaube ich Sephiroth. Es stimmt, manchmal weiß ich nicht, wer ich bin. In meinem Kopf herrscht Chaos. Aber tiefer, sagtest du nicht, lang nicht gesehen, Claude? Diese Worte werden mich immer aufbauen. Du bist mit mir aufgewachsen, ich bin Claude aus Nibelheim. Wie sehr ich auch den Glauben an mich verliere, das ist die Wahrheit. Deshalb solltest du keine Angst haben. Egal, was die anderen sagen, wichtig ist nur dein Charakter. Nein, das ist nicht wahr, Claude. Was ist nicht wahr? Ich bin derselbe Claude, mit dem du aufgewachsen bist. Das meine ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Claude, warte, gib mir etwas Zeit. Claude, gib Tifa nicht die Schuld. Genova dringt in Erinnerungen ein und kopiert Stimme, Sprache und Aussehen eines Menschen. Deine Genova verschmolz mit Tifas Erinnerungen, so wurdest du erschaffen. Die Kinder in Tifas Erinnerungen? Ein Junge namens Cloud mag darunter gewesen sein. Bitte denk jetzt nicht nach. Denk nach, Cloud. Entschuldigung, du hattest nie einen Namen. Halt's Maul, Sephiroth. Du verstehst immer noch nicht, dann? Erinnerst du dich an das Foto, das wir vor unserer Abreise zum Berg Nibel gemachten? Tifa, du erinnerst dich doch, oder? Aber wie soll er es auch wissen? Und was ist mit dem Bild passiert? Das ist es. Möchtest du es sehen? Es ist ziemlich gut geworden. Glaub nicht. Ich müsste auf dem Bild sein. Auch nicht schlimm, wenn nicht. Dies ist nur eine Scheinwelt, die Sephiroth kreiert hat. Ja, da sieht man einen schwarzhaarigen Typen, Tifa und Sephiroth. Genau wie ich dachte. Das ist eine Fälschung, ich kenne die Wahrheit. Vor 5 Jahren kam ich zurück nach Nibelheim, um den Reaktor zu inspizieren. Ich war 16. Die Stadt hatte sich nicht verändert. Und dann, ach ja, ich traf meine Mutter. Ich habe die Leute in der Stadt wieder gesehen. Ja, ich ging in Tifas Zimmer und dort habe ich. Ich habe Klavier gespielt. Habe in die Schublade
Platte geguckt. Ich blieb über Nacht und ging dann zum Reaktor im Mondnebel. Ich war aufgeregt, denn es war mein erster Einsatz, nachdem ich Soldier erster Klasse geworden war. Soldier erster Klasse? Soldier? Wann bin ich Soldier geworden? Wie wurde ich Soldier? Warum kann ich mich nicht erinnern? Ich bin. Ach ja. Ich musste mich nicht sorgen, denn ich war. Cloud? Gehen wir tiefer, ich bin okay.